Ja, Freunde, hier jetzt ein Blick in mein Terrarium nach den ersten 4 Wochen mit den neuen Krabben, den Red Apple Crabs, da hinten versteckt sich eine. Und ja, die kleine Besonderheit in dem Terrarium, neben den kleinen Kräppchen, haben wir immer noch die Spinne am Start. Die Murphy hängt da oben. Baut wieder irgendwas. Auch sehr lebendig. Und ja, die Spinne war jetzt tatsächlich, ja, ich denke mal so 2 Wochen, also 10 Tage mindestens hinten in diesem Loch versteckt und hat sich da eine Art Kokon gebaut. Und ja, also seit ungefähr 10 Tagen ist er wieder in dem großen Terrariumbereich oben unterwegs. Und ja, ich habe natürlich immer darauf geachtet, dass die Begegnung zwischen Krabbe und Spinne, ja, dass die immer glimpflich verläuft, beziehungsweise immer unterbrochen wird. Also wenn ich gesehen habe, eine Krabbe geht da hoch oder klettert die Terrariumwand hoch, dann habe ich mir die natürlich immer geschnappt. Und ja, das funktioniert erstmal ganz gut. Und zwar, die Apfelkrabben sind ja sowieso sehr territorial. Also das heißt, die verteidigen ihr Krabbenloch. Und ja, ich vermute mal, ich denke mal, nach dem gleichen Schema wird sich dann für die Krabben einprägen. Ja, also wenn ich da zu weit hoch klettere, dann werde ich geschnappt. Und also ich vermute, dass ich mit dem gleichen Verhaltensmuster, wie sich die Krabben hier ihre Krabbenlöcher gesichert haben. Hier hinten ist noch ein Krabbenloch. Ja, können wir stellen, hier ist Krabben. Ja. Mit dem gleichen Muster, wie sich die Krabben hier zum Beispiel so ein Krabbenloch sichern, kann man die, denke ich, davon abhalten, zu weit ins Territorium von der Spinne einzudringen. Und bisher hat es eigentlich wirklich geklappt. Aber ja, also so viel ist auch sicher. Falls mal die Gesundheit von der Spinne irgendwie wirklich in Bedrängnis geraten sollte durch so eine Krabbe, werde ich die natürlich trennen müssen. Aber ja, also bisher hat es wirklich sehr gut funktioniert. Die Spinne ist glücklich, die Krabben sind glücklich. Und ja, hier haben wir jetzt die Futterschale von den Krabben. Ein Tag vor dem Futterwechsel. Und also bisher habe ich es jetzt immer so gemacht, alle 3 Tage die Futterschale gewechselt und einmal die Woche den Wasserwechsel. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, wobei ich jetzt schon gemerkt habe, dass die schon gerne oder sogar lieber an das schon, ja, ich sag mal, länger oder ja, das länger liebende Obst und Gemüse dran gehen. Keine Ahnung warum. So ein Krabbending. Aber ja. Ja, und was habe ich jetzt da als Futterschale bereitgestellt, beziehungsweise was wird da den Krabben so an Futter angeboten? Ja, also ich habe
den Rosenkohl. Dann haben wir da noch Karotten, Banane. Die ist natürlich jetzt nach 2, 3 Tagen schon ein bisschen brauner, ne? Dann habe ich auch gemerkt, mögen sie sehr gerne diese Kokosflocken. Und ja, mein neuester Versuch war dann hier noch mal den Katzenfutter anzubieten. Und ja, also Katzenfutter mögen die anscheinend. Das sind diese Belohnungssticks für diese Katzen. Und ja, also bisher habe ich nur diese eine Geschmacksrichtung ausprobiert. Da gibt es ja auch verschiedene Sachen und die Sticks, die ich jetzt zurzeit habe, das müsste Rind und Lamm sein. Ja, und die habe ich dann einfach klein geschnitten und mit zur Futterschale bereitgestellt. Und ja, das mögen sie auch gerne als Proteinquelle. Ja. Schauen wir mal zu der Krabbe da nach unten. Ja, so schaut's zurzeit in meinem Terrarium aus. Weitere Updates folgen gerne. Nummer Murphy. Ja. Dann bis zum nächsten Video.